Ich möchte Ihnen Herrn Tiede, unseren heutigen Redner, vorstellen. Er ist geboren in Berlin, hat dann in Kiel Geologie und Paläontologie studiert, mit weiteren Abstechern nach Wien und nach Buenos Aires, war wissenschaftlich tätig an einer Reihe weiterer Institutionen, an der Universität Aarhus, in Bergen, an der Oregon State University in den USA und in Oslo. Und seit 1982 hat er eine Professur für historische Geologie an der Universität Kiel. Diese Rolle wurde dann ein wenig verschoben sozusagen. Seit 1987 wurde er Professor für Paläo-Ozeanographie an der Universität Kiel und zugleich Gründungsdirektor des Zentrums für marine Geowissenschaften, was man unter dem Kürzel GEOMAR kennt, inzwischen eine große Institution, die gegenwärtig von der Helmholtz-Gesellschaft getragen wird. Und dort war er 10 Jahre lang Direktor. Anschließend hat er 10 Jahre lang das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven geleitet, ein weiteres Helmholtz-Institut. Und dann war er eigentlich so in dem Alter, in dem die meisten von uns in den Ruhestand gehen. Das hat ihn nicht davon abgehalten, dann eine Gastprofessur in Kopenhagen zu übernehmen. Und darüber hinaus ist er noch als Professor an der Staatsuniversität St. Petersburg tätig und schwebt also ständig zwischen Kiel, St. Petersburg und anderen Stationen hin und her. Die Liste der Ehrungen und Preise, die ihm zuteil wurden, ist lang. Ich nenne nur 3, nämlich den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft, das Bundesverdienstkreuz, auch noch was. Und vielleicht interessant zu wissen, er gehört 5 verschiedenen wissenschaftlichen Akademien an, darunter die Königlich-Wissenschaftliche Akademie, Akademie der Wissenschaften von Norwegen und die Russische Akademie der Wissenschaften. Sie sehen, er ist international bestens vernetzt und darum freuen wir uns ganz besonders. Heute ist er von Kiel gekommen, das ist ja fast vor der Haustür, und der Weg ist nicht nur mit der Bundesbahn abenteuerlich, aber es ist diesmal gut gegangen. Und ich freue mich sehr, Herr Tiede, dass Sie zu uns gekommen sind, und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Und hinterher gibt es dann, wie immer, Diskussion dazu. Bitte schön. Vielen Dank für die freundliche Einführung, Herr Schink. Ich glaube, Sie haben alle verstanden, dass ich in meinem Leben bisher viel Spaß hatte und hoffentlich auch noch etwas weiterhin etwas erleben werde. Ich will zu Ihnen heute sprechen über Phänomene der Eiszeit, und ich will eigentlich nur 4 oder 5 Punkte klar rüberbringen an Sie. Einmal, dass die Eiszeiten viel länger existiert haben in der Erdneuzeit, als man das bisher geglaubt hat. Ich will Ihnen zeigen, dass man die Eiszeiten heutzutage ganz gut datieren kann und dass sie sich in einem relativ regelmäßigen Muster abwechseln zwischen Warmzeiten und Kaltzeiten. Ich will Ihnen zeigen, dass die Eiszeiten, die Übergänge zwischen Eiszeiten und Warmzeiten viel schneller vor sich gegangen sind, als wir das bisher gedacht haben. Und ich werde vielleicht ganz am Schluss, hoffentlich habe ich noch die Zeit, da ein paar Worte dazu sagen, wie es vielleicht weitergehen kann. Aber das ist die große Frage, ob ich da eine wahrheitsgemäße Aussage machen kann. Nun, Eiszeiten sind auf der Erde keine Ausnahme, sondern sind in der Erdgeschichte eigentlich regelmäßig. Und wenn Sie sich dieses komplizierte Diagramm anschauen, dann sehen Sie ganz oben einen Balken, der aus weißen und blauen Feldern besteht. Und in den letzten 500 Millionen Jahren hat es also 4 oder 5 größere Eiszeiten gegeben. Das ist also kein Ausnahmezustand, in dem sich unsere Erde heutzutage, und wir sind ja im Eiszeitmodus quasi, ist keine Ausnahme. Aber die jetzige Situation in der Erdneuzeit, die ist anders als früher. Früher war die Paläogeographie und die Plattentektonik dazu geführt, dass die Landmassen
in einem großen Kontinent gesammelt waren. Und große Kontinente sind in der Regel höher als die kleinen Kontinente, die wir heute haben, während die gegenüberliegende Seite der Weltkugel dann von einem riesigen Ozean bedeckt war. Heute haben wir eine Situation, die dazu geführt hat, dass wir eine bipolare Vereisung haben und dass auf der südlichen Hemisphäre ein kleiner Kontinent umgeben ist von einem großen, ringförmigen, tiefen Ozean, der auch das größte Zirkulationsmuster der Erde beherbergt und dazu führt, dass die Antarktis klimatisch ganz isoliert ist. Auf der nördlichen Hemisphäre haben wir die entgegengesetzte Situation. Wir haben einen kleinen Ozean über dem Nordpol und dieser kleine Ozean ist eigentlich nur durch eine Tiefwasserstraße mit dem Weltmeer verbunden, nämlich das Gebiet zwischen Grönland und Spitzbergen, die sogenannte Framstraße, die etwa 3 Kilometer tief ist, während die anderen Meeresstraßen, die das Nordpolarmeer mit dem Weltmeer verbinden, ganz flach sind. Und jedes Mal, wenn wir während einer Eiszeit einen Meeresspiegel hatten, der etwa 120 bis 140 Meter tiefer lag als heutzutage, waren diese Meeresstraßen trocken gefallen. Also das ist diese Framstraße zwischen Spitzbergen oder Svalbard, wie man auf Norwegisch sagt, und Grönland ist von entscheidender Bedeutung für die Eigenschaften des Arktischen Ozeans. Nun, über diese Gebiete wird viel Unsinn in den Zeitungen publiziert. Ich gebe Ihnen in den nächsten Abbildungen mal ein paar Illustrationen dafür. Als ich im Jahre 2001 das erste Mal mit der Polarstern zum Nordpol fahren konnte, publizierte die Bild-Zeitung im Jahr davor, dass der gesamte Nordpol schon verschwunden ist und dass 11 Kilometer Eis verschwunden sind, wobei wir alle wissen, dass das Nordpolarmeer nur von einer ganz dünnen, hauchdünnen Schicht von Meereis bedeckt ist und die sind in eine Situation hineingeraten. Das haben ein paar amerikanische Wissenschaftler publiziert in Times und da hat die Bild-Zeitung das aufgegriffen. Die waren mit einem russischen Atomeisbrecher zum Nordpol gefahren und wollten auf einer Eisscholle ein Picknick machen und plötzlich war da eine große Polynia, also ein Kanal, der aufgerissen war und die konnten ihr Picknick nicht feiern und wir waren mit der Polarstern dann genau ein Jahr lang später und war das Eis wieder völlig intakt und in Ordnung. Nun, die Situation im Nordpolarmeer ist kompliziert und diese hauchdünne Schicht von Meereis, die ist so 2 bis 4 Meter mächtig, die bewegt sich unter dem Einfluss des Windes sehr schnell. Und auf der westlichen Seite, ich weiß nicht, ob man das gut hier auf der westlichen Seite, also über dem zwischen Sibirien und Nordamerika, bewegt sich ein riesiger Wirbel, bewegt dieses Eis, der sogenannte Beaufort-Wirbel. Und auf der östlichen Seite zieht dieser Streifen, die sogenannte transpolare Drift, das Eis durch die Framstraße in das europäische Nordmeer hinaus. Ich will den nochmal laufen lassen, falls dass man das nochmal deutlich sehen kann. Das ist ein Film, der zusammengesetzt ist aus ganz vielen Satellitenbildern und so in einer im Zeitraffer die Bewegung des Eises über ein Jahr lang zusammenfasst. Und das machen sich die meisten Leute gar nicht klar, dass diese Eisschicht so dünn ist und so empfindlich ist. Und deswegen reagiert sie auf den modernen Wetterwechsel und Klimawechsel auch sehr intensiv. Und im Verhältnis zu den ersten Jahren dieses Jahrtausends existieren von dieser arktischen Meereisdecke nur noch etwa 2 Drittel, sowohl in der Mächtigkeit wie auch in der Ausdehnung. Denn es gibt keinen Zweifel, dass heutzutage das Klima sich verändert und wir beobachten seit den letzten 70 bis 80 oder vielleicht 100 Jahren eigentlich, dass das Klima, die Temperaturen, die globalen Durchschnittstemperaturen durch relativ kühle Phasen gegangen sind. Der Mittelwert ist für 1901 bis ins Jahr 2000 gerechnet worden und im Augenblick befindet sich das Klima aber in einer Phase der deutlichen Erwärmung und viele interpretieren den diesjährigen Sommer auch in diesem Sinne. Das ist aber nur ein Wettergeschehen, aber trotzdem sind die Durchschnittstemperaturen weltweit angestiegen und das gibt dieses Diagramm, glaube ich, ganz gut wieder. Wenn man die mit den historischen Veränderlichkeiten vergleicht, so gab es selbst im Holozän, also im jetzigen Interglazial oder in der jetzigen Warmzeit, gab es auch Phasen, die noch wärmer waren. Also noch keine sehr dramatische Situation.
Nun, Deutschland ist 1979, die Bundesrepublik Deutschland ist 1979 in den Antarktis-Vertrag eingestiegen und hat daher das Alfred-Wegener-Institut gegründet und hat eine sehr aufwendige und gute Infrastruktur für die Polarforschung aufgebaut. Und wir haben jetzt in diesem Jahr 180-jährige Wiederkehr der ersten deutschen Nordpol-Expedition durchgeführt. Und wenn man heutzutage am Standort des Alfred-Wegener-Institutes die Polarstern mal sieht, das ist der deutsche Forschungseisbrecher, mit dem die Georg-von-Neumann-Station versorgt wird und der uns auch erlaubt, zum Nordpol zu fahren, dann kann man in demselben Fahrtgebiet auch die Grönland finden, ein kleiner norwegischer Frachtensegler, der von Kapitän Koldewey 1868 zur ersten Expedition nach Grönland und nach Spitzbergen benutzt worden ist. Und die wird von einem Amateurverein noch im segelfähigen Zustand erhalten. Und da kann man also das modernste deutsche Polarforschungsschiff und die Grönland dann zusammen betrachten. Dass sie aus der Grönland keine sehr bequemen Arbeitsbedingungen hatten, können Sie sich, glaube ich, vorstellen. Das waren 14 Leute und da war keine Heizung und keine Maschine an Bord. Auf der Polarstern hat man alle Bequemlichkeiten, von denen man träumen kann, inklusive Schwimmbad und Sauna und so weiter, zur Verfügung. Dass die Polarstern manchmal auch sehr unwirtliche Gegenden besucht, sieht man hier auf ihrer Kreuzung durch die Drake-Passage zwischen Südamerika und der Antarktis. Und das ist somit das raueste Seegebiet, das wir auf der ganzen Erde kennen. Und da hier auf diesem Bild hebt es das Schiff beinahe aus dem Wasser und die kann also sich sehr stark bewegen, aber sie bietet eine hervorragende Arbeitsplattform, auch bei Windstärke 9 und Windstärke 10 nimmt sie quasi kein Wasser über, sondern erlaubt noch an Deck ein gutes wissenschaftliches Arbeiten. Nun, die Meer vom Nordpol habe ich Ihnen schon gezeigt. Das nächste Bild illustriert dann eine ähnliche Nachricht, die aber wesentlich jünger ist, vom Südpol. Da ist ja vor einiger Zeit ein großer Tafeleisberg abgebrochen. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Der antarktische Eisschild oder die Eisschilde sowohl auf Grönland wie in der Antarktis, die wälzen sich aufgrund der physikalischen Eigenschaften ihr Eis dauernd um und es kalben immer wieder große Eisberge und aufgrund der Geografie der Antarktis bricht ab und zu einmal ein großer Tafeleisberg. Dieser war nun besonders groß. Und die Bild-Zeitung hat daraus die Geschichte gemacht, dass der Eisberg, dass der Südpol zerbricht. Diese Tafeleisberge, die schwimmen schon und haben überhaupt keinen Einfluss auf den Meeresspiegel. Und der Meeresspiegel erhöht sich, weil die Bild-Zeitung hat da gleich den Meeresspiegel sich kräftig anheben lassen und so weiter. Also dabei glauben Sie bitte nichts, was in den Zeitungen über diese Phänomene in den Polargebieten, in diesen extremen Gegenden geschrieben steht. Entweder drücken sich die Wissenschaftler so unklar aus, dass die Journalisten das nicht verstehen, oder die Journalisten wollen diese Nachrichten zu Schlagzeilen machen, die gelesen werden von allen. Aber das entspricht also nicht den Tatsachen. Nun, die Situation auf der südlichen Hemisphäre ist ganz anders. Es gibt auch einen Meereisgürtel um die Antarktis herum. Die Antarktis ist ja fast vollständig von Inlandseis bedeckt. Und Sie werden nachher auch ein paar Karten sehen, ein paar Daten sehen aus den Eiskernen. Aber da baut sich jedes jahreszeitlich abhängig jedes Jahr ein Meereisgürtel um die Antarktis herum auf, der aber im Laufe des Südsommers faktisch völlig wieder verschwindet. Also Sie haben im Gegensatz auf der nördlichen Hemisphäre, im Nordpolarmeer, haben Sie mehr als das so bis 6-7 Jahre alt werden kann. Auf der südlichen Hemisphäre verschwindet es. Und dieser bunte Gürtel, der sich um die Antarktis herum aufbaut, illustriert also die saisonale Veränderung dieses Packeis- oder Meereisgürtels. Und der Kontinentalrand von der Antarktis ist dicht besiedelt von großen Schwämmen und einer sehr diversen Fauna. Nun, Deutschland hat in der Antarktis eine feste Station aufgebaut und die Neumann-Station. Da überwintern
und Sie werden in 2 oder 3 Minuten gerafft sehen, wie diese Station aufgebaut worden ist. Im Februar 2009 das dritte Mal aufgebaut worden, weil die Vorgängerstationen, die waren alle ins Eis eingebaut und da so etwa 1 Meter Niederschlag pro Jahr in dem Gebiet fällt, sind sie langsam im Eis verschwunden und dann letzten Endes diese röhrenförmigen Stationen sind dann vom Eis zerdrückt worden. Die neue Station, die 2009 in meiner Zeit als Direktor des Alfred-Wegener-Instituts aufgebaut wurde, steht auf Stelzen und kann hydraulisch angehoben werden und kann also so diesem Eisdruck widerstehen oder ausweichen und gibt also eine permanente Basis für fortlaufende meteorologische Messungen über den gesamten Jahresgang hinweg eine Möglichkeit. Also überwintern 9 Personen. Die Station kann im Winter nicht erreicht werden, weder von Flugzeugen noch mit Schiffen, sodass die Leute wirklich auf sich selbst gestellt sind und dort ihre Arbeiten ganz isoliert durchführen. So, jetzt komme ich zu dem Thema. Also das waren ein paar Eindrücke aus über die Situation in der nördlichen Hemisphäre. Und ich fange mal mit der nördlichen Hemisphäre an, mit der Geschichte, die bis Ende der 70er Jahre fast völlig unbekannt war, weil man aus dem eigentlichen Nordpolarmeer, also im Gebiet nördlich von Spitzbergen und Grönland, eigentlich überhaupt keine Daten hatte. Und man konnte keine Aussage treffen über die Geschichte des Nordpolarmeeres während der Eiszeit, während man von den umgebenden Landgebieten eigentlich ganz gut Bescheid wusste, weil sich nämlich im nordöstlichen Teil von Eurasien und in Nordamerika riesige Eisschilde aufgebaut haben. Und ein kleiner, bescheidener Rest dieses glazialen Eisschildes ist heute noch auf Grönland bewahrt. Aber die waren also insgesamt wesentlich größer und haben eben dazu geführt, dass etwa 120 Meter des globalen, des ozeanischen Wassers verdunstet ist und als Niederschlag überführt worden ist, hauptsächlich auf die nördliche Hemisphäre, um diese Eisschilde aufzubauen. Ein Teil auch in die Antarktis. Und so dass wir also auf der nördlichen Hemisphäre in Reaktion auf diese kalten Klimaphasen die Eisschilde, die sich in Reaktion auf die kalten Klimaphasen des jüngsten Teils der Erdneuzeit des Quartiers aufgebaut haben, die hatten außerordentlich unterschiedliche Ausdehnungen. Das ist ein Beispiel eines Eisschildes, der vor 140.000 Jahren existiert hat und der vielleicht in der jüngsten Geschichte der größte war. Die 3 jüngeren Beispiele, die ich Ihnen noch zeigen kann, sind wesentlich kleiner und haben sich nicht so weit erstreckt. Aber es waren jedes Mal, wenn so eine kalte Klimaphase kam, hat sich ein Eisschild gebildet und den kann man auch durch die Untersuchung an Land ganz gut rekonstruieren. Man wusste bis vor ganz kurzer Zeit eigentlich nicht, wie weit sich dieser Eisschild nach Osten erstreckte. Aber das haben wir jetzt in Zusammenarbeit mit vielen russischen Forschungseinrichtungen ganz gut gelöst. Und man dachte eigentlich, dass dieses ganze Eiszeitphänomen ein junges Phänomen ist und dass es sich nur in den letzten wenigen 100.000 Jahren unserer Erdgeschichte entwickelt hat. Und dann gelang im Jahre 2004 die erste Expedition mit einem Bohrfahrzeug in den zentralen arktischen Ozean. Und da hat sich diese Geschichte wesentlich verändert. Die Polarstern hatte bei ihrer ersten Expedition zum Nordpol einen Höhenrücken im zentralen arktischen Ozean, Nordpolarmeer, überlaufen und dabei herausgefunden mit Hilfe von geophysikalischen Messungen, dass die Gipfelflur dieses sogenannten Lomonossow-Rückens, der sich fast am Nordpol unter dem gesamten Nordpolarmeer entlangzieht, eine sehr deutlich geschichtete Sedimentmasse. Das sieht man, glaube ich, auf dem Diagramm auf der rechten Seite ganz gut. Auf der Karte oben ist ein roter Punkt eingezeichnet, wo die Bohrungen dann abgeteuft worden sind. Und das war eine außerordentlich aufwendige Expedition, die von 3 eisgängigen Fahrzeugen durchgeführt wurde, nämlich von einem Bohrfahrzeug, das Sie links unten sehen, die Weider Viking, dann ein schwedischer Eisbrecher, die Oden, und oben einer der russischen Atomeisbrecher, die Sowjetski Sojus. Und die Bohrungen haben unser Weltbild von der Länge, der Dauer der Vereisung völlig verändert. Und es hat sich dann herausgestellt, und das nächste Diagramm zeigt das, dass der arktische Ozean schon seit 45 Millionen Jahren Spuren von Eisbergen
beherbergt und das, also Eisberge, und das ist links ist eine Zeitskala aufgetragen von 0 bis vor 50 Millionen Jahren. Das war also vor etwa 48 Millionen Jahren das erste sogenannte Eisbergschutt oder eisbergtransportierte Material in den Arktischen Ozean eingetragen worden ist. Der unterste Teil dieser Stratigraphie ist dann etwas aufgespreizt. Auf der rechten Seite sehen Sie, dass der Eintrag von diesem eistransportierten Material sehr bescheiden beginnt, vor etwa 48 Millionen Jahren, und dann aber bei 45 Millionen Jahren schon sehr stark ansteigt und eigentlich solche Werte erreicht, wie wir sie in allerjüngster Zeit beobachten. Nun, leider hat sich herausgestellt, dass die Bohrung nicht ganz komplett ist, sondern es sind große Schichtlücken drin in der Bohrung entdeckt worden, zwischen etwa 45 Millionen Jahren und 18 Millionen Jahren und dann um 10 Millionen Jahren. Dass man jetzt geplant hatte, für dieses Jahr oder für nächstes Jahr eine neue Bohrexpedition in dieses Gebiet durchzuführen. Leider ist das aus politischen Gründen nicht gelungen und man hofft, dass diese Bohrungen dann 2021 durchgeführt werden. Aber es ist völlig klar nach diesen Bohrungen auf dem Lomonosov-Rücken, dass die Eiszeitgeschichte unserer Erde viel, viel länger ist, als man das bisher geglaubt hat. Und dass sie also bis in die Mitte des Tertiärs, bis vor etwa 48 Millionen Jahren zurückreicht. Das ist eine Erkenntnis, die unser Verständnis des Klimas auf der nördlichen Hemisphäre völlig revolutioniert hat. Denn plötzlich, bisher hatte man angenommen, dass die Antarktis der erste Kontinent oder das erste große Eisschild sich dort entwickelt hatte. Während wir nun wissen, dass die Arktis etwa 10 Millionen Jahren früher vereist war als die Antarktis. Also die Lehrbücher müssen alle umgeschrieben werden, die dieses berichten. Nun, das beantwortet also zunächst einmal die Frage nach dem Alter des Eiszeitmodus, den wir auf der Erde beobachten. Nun, wenn wir solche Sedimentkerne anschauen, dann kriegt man so ein Tagebuch der Erdgeschichte vorgelegt, und das ist ein Kern, der auf der Polarstern genommen worden ist. Wir haben eine Einrichtung, um sogenannte Kastenlode zu nehmen, deswegen konnte man sehr großvolumige Kerne gewinnen, und Sie sehen so ein Streifenmuster, die grauen Streifen, die entsprechenden Eiszeiten, die bräunlichen Streifen, entsprechenden Warmzeiten, und daraus kann man dann, je nachdem wie fein man diesen Kern beprobt, dann wie ein Lesebuch der Erdgeschichte kann man die Eigenschaften dieser Sedimente auslesen. Das ist gemacht worden vor einigen Jahren schon mit Hilfe eines Tiefseekerns aus dem Nordatlantik, der dann interpretiert worden ist, altersdatiert worden ist und der eigentlich eine sehr interessante Geschichte unserer Erde widerspiegelt. Einmal ist es ein ozeanischer Kern, das heißt also, die Ozeane haben die Eigenschaften, dass sie eine wirklich globale Eigenschaft widerspiegeln. Dann sind diese Daten abgeleitet worden aus den Isotopenverhältnissen bentischer Organismen, bentischer Foraminiferen, die im Meeresboden liegen, wo die Temperatur sich wahrscheinlich nicht sehr stark geändert hat. Und Sie sehen, dass diese Kurve stark schwankt zwischen den roten Intervallen, wo es relativ warm war, und zu den blauen Intervallen, wo es relativ kalt war. Diese Sauerstoffisotopen, die spiegeln letztlich das globale Eisvolumen wider, weil die Sauerstoffisotopen fraktioniert worden bei dem Vorgang des Verdunsten aus dem Ozean und dem Niederschlag in den Eisschilden. Und die spiegeln also letzten Endes die Intensität der Eiszeiten wieder. Und das ist in diesem Diagramm ganz gut dargestellt. Es ist zeitlich dreimal gebrochen. Ich will über die Technik, wie man ein Alter dieser Sedimente bestimmt, nicht weiter sprechen. Das würde meine Vorlesungszeit wesentlich überschreiten. Aber man sieht also einmal das Alter von 1 Million Jahre bis vor 5 Millionen Jahren, also vom Mitte des Tertiärs bis ins Pliozän hinein. Dann ist die Zeitskala gebrochen zwischen 0,2 und 1 Million Jahre, und dann die letzten 200.000 Jahre sind noch deutlich auf. Und dieses merkwürdige Muster, das sich aus diesen Rekonstruktionen ergibt, hat eine Reihe von Eigenschaften, die schwierig zu verstehen sind. Einmal ist es nicht zu verstehen, warum die Warmzeiten, und das sind die roten Peaks, alles relativ kurze Ereignisse sind und die dann wieder in ein kühleres Klima abschütteln, dass sie nicht die maximal nicht überschreiten.
Dasselbe passiert mit den eiszeitlichen Klimaszenarien. Die kommen, erreichen auch einen Maximalwert und dann kippt das ganze System um wieder wärmer zu werden. Und wir wissen bis heute nicht, welcher Prozess diese Schwellenwerte oder das Umkippen wirklich bestimmt. Aber wir können sehen, dass das Klima nie stabil war, sondern immer sehr stark sich verändert hat und dass eigentlich ein stabiles Klima, wie es von den Politikern heute viel gefordert wird, überhaupt nie existiert hat. Es war immer hochveränderlich, das Klima auf der Erde. Es war zeitweise etwas wärmer, wenn man ins Pliozän zurückgeht, sind die Werte der warmen Intervalle etwas höher. Aber trotzdem, das ist eine ganz merkwürdige Sache und man hat viel darüber nachgedacht, wieso das Klima sich so regelmäßig verändert. Und darüber können wir jetzt heute einiges sagen. Und jetzt will ich auf die Eiskerne umsteigen. Denn wir kennen sowohl von der Antarktis wie von der Arktis Eiskerndaten. Und die sind sehr interessant, weil sie uns einmal ein Temperatursignal geben und das ist ein Eiskern vom sogenannten Dom Concordia. Das ist ein Höhepunkt oder ein Hochpunkt des antarktischen Eisschildes und auf der oberen Kurve ist zunächst einmal eine Temperaturkurve dargestellt mit den Spitzen der warmen Zeitintervalle nach oben zeigend und die kalten Zeitintervalle nach unten zeigend und die sind eigentlich ganz regelmäßig pendelt das zwischen kalt und warm, aber da scheint ein Muster drin und wir glauben heute, dass wir wissen, wie dieses Muster erzeugt wird. Nun, die rote Kurve stellt den Staubgehalt dieser Eiskerne dar, gemessen an denselben Proben und wir wissen, dass in der Eiszeit der Gradient zwischen den polaren und den tropisch-subtropischen Klimazonen wesentlich steiler war als heutzutage und dass die Atmosphäre während der Eiszeiten sehr viel dynamischer war und sehr viel mehr Staub aufgenommen hat. Und deswegen finden Sie zu jedem Eiszeitmaximum, also wenn die blauen Kurven nach unten zeigen, dann finden Sie einen Peak in den roten Kurve, wo nämlich die Konzentration des Staubes in dem Eis zugenommen hat. Nun, dieses Diagramm spiegelt noch ein paar interessante, ich hatte vorhin schon gesagt, wir wissen bis heute nicht, warum die kalten Werte so einen Durchschnittswert erreichen und dann immer wieder umkippen in ein wärmeres Klima. Auch beim warmen Klima, zumindest während der letzten 500.000 oder 600.000 Jahre, wird so ein Spitzenwert erreicht. Nur in den älteren Teil der Eiskerne gibt es dann Werte, die etwas niedriger sind und wir wissen heutzutage, dass diese Klimaänderungen gesteuert werden durch die Geometrie der Erdbahn um die Sonne. Die erzeugen eine wechselnde Insulation. Das sind drei geometrische Elemente in dieser Erdbahn, nämlich einmal die Exzentrizität der Ellipse, die die Erde um die Sonne herum, dann das zweite ist die Schiefe der Erdachse in dieser Erdbahn, die sogenannte Obliquität. Und schließlich die Präzession, das Eiern der Erdrotation um ihre eigene Achse. Und hier vor etwa 500.000 Jahren spielt offensichtlich plötzlich statt der Exzentrizität, die in etwa alle 400.000 Jahre sich ändert, spielt plötzlich eine andere Frequenz eine große Rolle, nämlich die Schiefe der Erdachse. Und in dem älteren Teil des Diagrammes wechseln die Eiszeiten und die Zwischeneiszeiten im Wechsel von etwa 40.000 Jahren. Man weiß bis heute nicht, wieso dieser Wechsel vor sich gegangen ist. Und man versucht das auch mit längeren Eiskernen noch nachzuvollziehen, um zu erforschen, was damals wirklich passiert ist. Und das betrifft also nicht nur die Temperaturen oder den Staubgehalt, sondern das betrifft auch die Treibhausgase. Und Sie sehen aus dem parallelen Verlauf dieser beiden Kurven, und ganz unten ist Methan dargestellt, darüber das Kohlendioxid und schließlich die Temperatur, die aus den Sauerstoffisotopenverhältnissen dieser Eiskerne gemessen worden ist, dass da einigermaßen eine Parallelität in der Entwicklung gesehen werden kann. Und diese Eiskerne haben also wirklich dadurch, dass man
dieselben Parameter, die Parameter an denselben Eisproben messen kann, haben eine ganz wichtige Funktion, dass wir überhaupt die Mechanik dieser Klimaänderungen etwas verstehen. Nun, wir wissen heute, dass diese Klimaänderungen sich über den gesamten jüngeren Teil der Erdneuzeit hin verfolgen. Das ist eine Idee, die letzten Endes von Wladimir Köppen und Alfred Wegener und Milutin Milankovic entwickelt worden ist, der nämlich gesagt hatte, dass man die Insolation oder die Einstrahlung, das ist auf der unteren, in dem unteren Diagramm, das kann man sehr genau herausrechnen aus dieser Himmelsmechanik, die eben durch die drei geometrischen Elemente dieser Erdbahn um die Sonne gesteuert wird. Und der hat vorher gesagt, dass die Insolation dann das Klima wirklich steuert. Und das ist, dem wird heute noch intensiv nachgegangen. Und ich habe das ein bisschen besser dargestellt, glaube ich, in so einem deutschen Diagramm, wo man die drei geometrischen Elemente im obersten Diagramm darstellt, dann die Klimakurve, die ich Ihnen schon gezeigt habe, hier im unteren Diagramm, und schließlich dann die Einstrahlungskurve, die in der gelben Kurve in der Mitte dargestellt ist. Da kann man, glaube ich, einen guten, engen Zusammenhang ableiten. Und wir wissen, dass man das heutzutage nicht nur mit diesen Berechnungen dokumentieren kann, sondern dass es auch Probenserien aus den Eiskernen und aus Ozeansedimenten gibt, wie zum Beispiel illustriert hier an der untersten Kurve, die belegen, dass dieses Verhältnis zwischen der Geometrie der Erdbahn um die Sonne und der Klimaentwicklung auf der Erde wirklich stattfindet, und man kann das belegen. Man kann es aber auch ganz interessanterweise in die Zukunft hinein projizieren, und das ist gemacht worden auf dieser Kurve hier, die nämlich den historischen Zustand für die Zeit vor den letzten 500.000 Jahre darstellt. Und dann ist diese Insolationskurve ist gerechnet worden in die Zukunft hinein für die nächsten 100.000 Jahre, und das gibt also vor etwa 350 bis 400.000 Jahre, der dunkelrot ausgelegte Teil der Kurve rechts, und dem, was für die Zukunft berechnet worden ist, eine ganz gute Übereinstimmung. Und wir glauben also, dass wir zwar nicht sofort in eine Eiszeit hinein stolpern, dass aber doch das Klima nach dem Wärmehöhepunkt des sogenannten Holozäns, also der jetzigen Warmzeit, dass es wieder einem kühleren Klima Platz machen wird, wenn man denn der natürlichen Klimaentwicklung Raum gewährt und wenn der menschliche Einfluss nicht so stark ist, dass diese natürliche Klimaveränderung wirklich gestört wird. Nun, ich hatte so ein kleines Filmchen auch dabei, das nochmal diese geometrischen Veränderungen nochmal illustrieren soll. Da sind also auf den oberen Kurven sind die Exzentrizität, die Schiefe der Erdachse und die Präzession dargestellt für die letzten wenigen 100.000 Jahre. Und Sie sehen also, wie kompliziert diese Vorstellung, die von Köppen und Wegener und Milankovic entwickelt worden ist, ist. Aber das scheint ein wirklicher Zusammenhang zwischen dieser Himmelsmechanik und der Klimaentwicklung auf der Erde zu existieren. Nun, es gibt, wenn wir uns etwas kürzeren Phänomenen zuwenden, gibt es natürlich einen Einfluss zwischen der Verunreinigung der Atmosphäre und dem Klima. Und da ist schon oft postuliert worden, dass Vulkanausbrüche einen großen Einfluss haben. Aber da die vulkanische Asche, die zwar das Eindringen oder die Insolation sehr stark behindert, da die sehr schnell wieder ausrechnen, spielen eigentlich die Vulkanausbrüche, die wir in den letzten Jahrhunderten oder Jahrtausenden erlebt haben, keine große Rolle. Hier sind die Vulkanausbrüche aus Eiskernen rekonstruiert worden, unten eingezeichnet. Da sieht man ja richtig vulkanische Asche in den Eiskernen. Und oben ist eine Temperaturkurve aufgezeichnet, wo die roten Intervalle etwas wärmere Temperaturen, die blauen Intervalle etwas kühlere Temperaturen darstellen. Sie können sehen, dass nach jedem großen Vulkanausbruch eine etwas kältere Klimaphase, dass sie aber nur kurz andauern konnte. Und dass das also keinen großen bleibenden Einfluss auf die Erde hat. Nun, wenn wir jetzt die zweite Frage uns zu eigen machen, dann müssen wir zu den Eiskernen auf der nördlichen Hemisphäre gehen, die auf Grönland erbohrt worden sind
Und das sind Daten, die man auf der südlichen Hemisphäre nicht gewinnen kann, weil der Schneeeintrag in der Antarktis so langsam ist, dass diese Jahresschichtung, die durch die Sauerstoffisotopenverhältnisse hier in diesem Kern wiedergespiegelt werden von Grönland, dass sie nicht im selben Detail abgeleitet werden können. Nun, Alfred Wegener wusste schon, dass es einen jahreszeitlichen Rhythmus im Niederschlag vom Schnee und von der Eisbildung gab, aber das ist erst diese Technologie der Nutzung der Eiskerne für die Klimarekonstruktion ist eigentlich erst entwickelt worden in den 50er und 60er Jahren, als das amerikanische Militär dringendst physikalische Eigenschaften über den Aufbau des Eises und die Prozesse, die sich dort abspielen, gewinnen wollte. Die hatten die Idee, dass sie ihre lafettengestützten Raketen in Eistunneln auf Grönland unter der Oberfläche des Eises spazieren fahren lassen wollten. Und deswegen haben sie dänische Forscher beauftragt, die physikalischen Eigenschaften, die chemischen Eigenschaften dieses Eises sehr genau zu untersuchen. Und die Kollegen in Kopenhagen sind dann sehr schnell dazu gekommen, dass sie diese Eiskerne erbohrt haben und dann herausbekommen haben, dass eine ganz eng gebündelte Schichtung darstellen und unzählige dänische Geologiestudenten sind dabei verbraucht worden, die letzten 80.000 Jahre jede einzelne Schicht zu zählen und zu vermessen und diese Altersskala herzustellen. Und hier zeige ich Ihnen also einen Teil, einen Eiskern, der von 1210 bis etwa 1280 oder so, 1240 reicht. Und das kann man also hervorragend dann natürlich als einen Zeitmaßstab nutzen. Nun, noch interessanter wird es, wenn man den gesamten Eiskern betrachtet. Und Sie werden aus der Entfernung sehen, dass dieses Diagramm eigentlich aus zwei Teilen besteht. Und zwar auf der linken Seite ist eine relativ stabile Kurve der Veränderungen von der Sauerstoffisotope in den letzten über die ersten 1500 Meter und fast für das gesamte Holozän aufgezeichnet. Und das sind sehr stabile Verhältnisse. Dieselben Parameter sind auf der rechten Seite aufgetragen für die gesamte letzte Eiszeit. Und da stellt sich das Bild ganz anders dar, nämlich eine ganz stark veränderliche Situation mit den kalten Intervallen auf der linken Seite und den warmen Intervallen auf der rechten Seite. Und Sie sehen, dass das Klima ununterbrochen stark geschwankt haben muss. Das ist eine hochinteressante Sache, weil man erstmals eine ganz präzise Aussage machen konnte, wie schnell zum Beispiel der Übergang von der letzten Eiszeit zur jetzigen Warmzeit vor sich gegangen ist. Das konnte man vorher überhaupt nicht genau machen. Aber jetzt ist das gelungen und man hat diesen Übergang sehr präzise datiert. Der ist nochmal dargestellt hier auf die Eiskerndaten im zentralen Teil des Diagrammes. Bölling ist der erste relativ warme Intervall zusammen im Alleröd und dann kommt ein neuer Rückfall in die letzte Eiszeit, die jüngere Dryas, und danach beginnt die jetzige Warmzeit. Und auf der linken Seite ist ein Sedimentkern aus dem Gerzensee, der in der Schweiz liegt, dargestellt, um zu zeigen, wie eigentlich kontinentweit dieses Klimasignal geht. Auf der rechten Seite ist aber dieser Übergang von der Eiszeit zur Zwischeneiszeit, also von der jüngeren Dryas zum Holozän im Detail aufgespreist. Und da sieht man, dass man einmal die Temperaturveränderung, starke Gradient der Temperaturveränderung sich auf einen Zeitraum von 50 Jahren beschränkt. Der Unterschied des Staubeintrages beschränkt sich sogar auf einen Intervall von 10 bis 20 Jahren. Also es sind ganz, ganz schnelle Zeiträume, die diese Veränderungen prägen. Und das ist eigentlich auch eine Erkenntnis, die selten kommuniziert wird. Und es wird noch spannender, wenn man sich diesen eiszeitlichen Intervallen noch einmal näher, also hier auf der rechten Seite, ist das sehr genau datiert worden und da ist ein Teil dieses Eiskernes von Grönland noch einmal dargestellt. In der blauen Kurve ist ja die Temperaturentwicklung dargestellt und Sie sehen, dass innerhalb von wenigen Jahren die Temperaturen von eiszeitlichen Werten hier im unteren Teil des Diagrammes auf fast warmzeitliche Werte hochspringen. Und dass diese ganzen
heftigen Temperatursprünge, die wir heute als Danska-Oeschger-Zyklen bezeichnen, dass die also ein ganz charakteristisches Element des Eiszeitklimas sind. Die rote Kurve stellen die Konzentrationen des Methans dar. Und das zeigt also, und das Methan bildet sich ja nicht im Eis, sondern das ist eine Eigenschaft der globalen Atmosphäre. Die globale Atmosphäre, die mischt sich innerhalb von wenigen Jahren und stellt also ein biologisches Signal von aus Klimazonen niedriger Breiten dar. Und es reagiert genauso schnell. Wir wissen, dass viele dieser Sprünge innerhalb von wenigen Jahren sich entwickelt haben. Und das ist von dem kalten Intervall manchmal nur im Laufe von 5 Jahren zu der warmen Klimasituation übergesprungen ist und dass da also eine ganz wilde Entwicklung der Dynamik des Klimas sich in der Eiszeit abgespielt. Und die große Befürchtung, die wir heutzutage haben, ist, dass der menschliche Einfluss auf das natürliche Klimasystem sich so auswirkt, dass dieses eiszeitliche, sehr stark schwankende System wieder ausbricht. Man kann auch sehen, dass die Treibhausgase den Temperaturveränderungen etwas nachfolgen und deswegen ist eine große Diskussion ausgebrochen über die Frage der Kausalität. Es wird ja jetzt immer in den Zeitungen geschrieben, dass die Treibhausgase die Temperatur treiben, aber wenn man also die natürliche Veränderlichkeit sich anschaut oder auch moderne meteorologische Messungen, dann sieht man doch, dass die Treibhausgase den Temperaturänderungen nachfolgen. Und das ist, wird sehr sorgfältig überlegt werden müssen, was das bedeutet. Nun, ich habe meine eigene Hypothese, was die Eiszeiten ausgelöst haben könnte, und will das mal an der Geschichte der großen sibirischen Ströme aufhängen. Der arktische Ozean trägt eine relativ stabile Meereisdecke, weil er bedeckt wird von einer dünnen Schicht von Brackwasser. Und Brackwasser gefriert sehr viel leichter und sehr viel schneller als normales Seewasser. Und diese Brackwasserschicht, die wird gespeist von dem gesamten ostsibirischen Stromsystem. Alle Flüsse östlich des Urals gehen nach Norden in den Arktischen Ozean. Und hier ist also die Mündung der Lena zu sehen. Das ist der längste sibirische Strom, der noch völlig im Naturzustand oder fast völlig im Naturzustand ist, der in der Nähe des Baikalsees entspringt und über 4.500 Kilometer durch die zentrale Republik Sakha bis zum Nordpolarmeer fließt und dann hier sich so auffächert in dieses große, etwa 500 mal 500 Kilometer große Delta. Und das dann die arktische Meereisdecke nach Norden, die von der arktischen Meereisdecke nach Norden begrenzt. Nun, dieser Fluss hat eine sehr wechselhafte Geschichte, die ganz schlecht bekannt ist. Und wir arbeiten mit unserer Arbeitsgruppe in St. Petersburg intensiv daran, diese Terrassen, die die Geschichte des Flusses widerspiegeln, zu datieren und um herauszubekommen, wie lange die Lena eigentlich geflossen ist und wie ihre Geschichte auf die Geschichte des Meereises Einfluss genommen hat. Und ich habe Ihnen ja vorhin schon, wie ich den Eintrag vom eistransportierten Material an der Bohrung aus dem Lomonossow-Rücken gezeigt habe, gesagt, dass wir eigentlich vermuten, dass diese Stromsysteme schon viele Millionen Jahre existiert haben und dieses System ein altes System ist. Und ich glaube eigentlich, das hängt engstens mit der Plattentektonik zusammen, die man rekonstruieren kann, weil wir das Alter der Ozeanböden heutzutage sehr genau kennen. Das Alter kann man rekonstruieren, weil man das Magnetfeld der Erde sehr gut kennt und man kann das dann in einen Computer einspeisen. Und hier sehen Sie also so ein kleines Filmchen, der die Dynamik der Plattentektonik auf der südlichen Hemisphäre widerspiegelt. Und hier auf der linken unteren Ecke der Karte erscheint jetzt Indien und das wird durch die Plattentektonik nach Norden transportiert, bis es mit dem Südrand des damaligen eurasischen Kontinentes zusammenprallt und das ist vor etwa 55 Millionen Jahren passiert, also zu Einsätzen des
des Eintrages von eistransportierten Materials in das Nordpolarmeer. Und ich glaube, dass diese Bewegung dazu geführt hat, dass die großen Gebirgsketten sich im südlichen Teil von Asien aufgefaltet haben und dass die gesamte sibirische Platte etwas nach Norden gekippt ist. Und dass dadurch dieses Stromsystem, das heute ausschließlich in das Nordpolarmeer entwässert, sich entwickelt hat. Ich will den Film nochmal laufen lassen, damit Sie das nochmal, und achten Sie mal darauf, ich will gar nicht so auf die Technik eingehen, das ist durch das Tiefseebohrprojekt entwickelt worden, wie man diese Altersverteilung dargestellt hat, aber alles was rot ist, ist sehr junger Ozeanboden. Und der blaue ist ein alter Ozeanboden. Aber diese Bewegung von Indien quer über den Indischen Ozean hinweg, des indischen Subkontinents, bis er mit dem Südrand des eurasischen Kontinentalrandes zu Beginn des Tertiärs, also vor etwa 55 Millionen Jahren, kollidiert. Das ist also, glaube ich, der Auslöser, dass sich dieses Flussregime, das so viel Süßwasser in das Nordpolarmeer transportiert, entwickelt hat und dass die Abkühlung der nördlichen Hemisphäre und darauf folgend auch der südlichen Hemisphäre ausgelöst hat. Nun, damit bin ich quasi am Ende meiner Geschichte angelangt. Ich will noch zwei Folien nachschieben. Einmal wird ja viel darüber diskutiert, dass das Klima jetzt durch die Treibhausgase wirklich verzerrt wird in seiner natürlichen Veränderlichkeit. Und das ist hier in zwei Diagrammen dargestellt. Einmal hat man die natürlichen Klimatemperaturveränderungen seit etwa 1900 bis über das Jahr 2000 hinweg gezeichnet, wie es gemessen ist und wie es modelliert worden ist. Im unteren Diagramm hat man diese Temperaturveränderungen dargestellt und in der blauen Kurve den Einfluss der Treibhausgase herausgerechnet. Und da kann man also etwa seit 1990 oder so kann man nachweisen, dass also ein deutlicher Einfluss menschheitsgetriebenen Treibhausgase zu beobachten ist. Und da geht die gesamte wissenschaftliche Diskussion darüber, wie weit das wohl vorangeht und wie weit diese Entwicklung, die natürliche Veränderlichkeit. Damit bin ich am Ende. Das letzte Bild, das ich zeige, ist eine Erinnerung an die Expedition von Alfred Wegener, der 1929, 1930 auf Grönland ist, die Station Eismitte besetzt hat und da das erste wirklich ganzjährige, den ganzjährigen meteorologischen Datensatz von der Gipfelflur eines der Eisschilde gewonnen hat. Das war eine ganz großartige Leistung. Er hatte der Notgemeinschaft für die deutsche Forschung damals gesagt, er müsste diese Expedition dringend durchführen, bevor er 50 Jahre alt wird. Er hat am 1. November 1930 seinen 50. Geburtstag auf der Station Eismitte geführt und gefeiert, und zwar mit seinen drei Begleitern, und die Festmahlzeit bestand aus einem Apfel, weil die Station schlecht verseucht war. Und er ist dann mit seinem grönländischen Begleiter dann am selben Tag noch aufgebrochen auf seinen Rückmarsch zur Westküste und ist etwa 180 Kilometer westlich der Station Eismitte dann im Eis begraben gefunden worden im nächsten Frühjahr und ist also an seinem Herzen da gestorben. So, das war ein kleiner Ausflug nach Nordgrönland, aber diese historischen Erinnerungen an unsere, diejenigen, die Grundlage gelegt haben für die deutsche Polarforschung, die sollten auch nicht vergessen werden. Damit bin ich am Ende meiner Geschichte und ich hoffe, dass Sie also verstanden haben, dass einmal die Eiszeiten wesentlich länger gedauert haben als bisher angenommen, dass sie sich regelmäßig abwechseln zwischen Warmzeiten und Kaltzeiten und dass dieser Wechsel gesteuert ist durch die Geometrie der Erdbahn um die Sonne herum und drittens, dass die Wechsel viel, viel schneller abgelaufen sind, als wir das bisher angenommen hatten. Damit bin ich am Ende und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich sollte diese letzte Folie als Ankündigung, glaube ich, der nächsten Vorlesung hier zeigen, nicht? Gut, vielen Dank. Ich hoffe, Sie haben verstanden, was ich Ihnen vermitteln wollte.